So, herzlich willkommen zu Clicker Heroes Folge 37. Mal gucken, wo wir jetzt mittlerweile sind. Ich muss nämlich zugeben, seit ich, das Ding gleichzeitig nicht mehr offen ist im Hintergrund, habe ich natürlich auch immer nicht so. Ich vermisse es, nachschauen zu können. Es ist irgendwie eine Sucht. Ja, und dementsprechend habe ich auch gerade keinen Plan, wo wir überhaupt gerade waren. Können wir mal ganz kurz gucken. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht nicht ganz gut aus. Wie sieht es hier aus? Ein Fisch. Du erstmal wieder aktivieren hier. Wir haben Gold. Nicht unerheblich. Du bist natürlich hier. So. Okay, wir haben hier zwei relativ große Bonis und hier unten eigentlich ganz so großen Boni. Das heißt also, den letzten. Oh Mann, ey. Den letzten werden wir zuerst einsetzen. Gucken wir mal erstmal, wo wir hier gerade so technisch sind. So, das haben wir doch schon mal gut geschafft. Vielleicht sollte ich immer statt gleich 10 Level zu kaufen, gleich 25 Level kaufen. Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. So, mal schauen, den nächsten Boss schaffen wir auf jeden Fall problemlos. Gucken wir mal schon mal hier. Da wird schon zu teuer. Ach, ein Minächen. So, wer war denn hier? Alexa, Glückstreffer. Alexa? Oh, okay, Alexa. Oh, gut. Die kriegen wir uns auf Level 100. Das wird ganz schön teuer. Na gut, so, komm, wir machen erstmal hier. Bam, bam. Easy, no problemo, deine Motto. Schon sieht das Ganze auch besser aus. 25, yay. So, jetzt haben wir schon mal die Fähigkeit. Das ist ganz geil. Metalldetektor bringt alle. Ja gut, okay, die anderen Fähigkeiten sind definitiv zu teuer. Die kriegen wir noch nicht. Dann machen wir erstmal hier unten weiter. Danke, danke. Okay. So, dann geht es hier weiter. Das war's dann auch schon wieder. Dann gehen wir gleich zum nächsten, wobei da warte ich mal lieber noch ein bisschen. Könnte ich mit dir? Ach, der mit dem Gold. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Frage ist, bringt Warten überhaupt was? Nee, ne? Doch, Warten bringt was. Okay. Die Werte werden auch dann höher, wenn man von einem Level zum nächsten springt. Es hat also nicht nur was mit der Kampfkraft zu tun, sondern auch was mit in welchem Level man gerade ist. Wer hätte mich auch verwundert, aber eben, es wird immer überall, also die Let's Player, bei dem ich bisher Clicker Heroes geguckt habe, die haben immer gesagt, oder die sagen immer, Schaden, also das, was man hier bekommt, ist immer vom Schaden abhängig, den man macht. Scheint aber nicht ganz so zu stimmen. So, schaffen wir den? Nicht so. Ich bin aber auch ehrlich gesagt ein bisschen zu feige, jetzt schon die ganzen Sachen einzusetzen. Ich würde gerne lieber. Schaffen wir doch auch so. Ach wow, ich habe hier noch meinen Ticker. Oh Gott. Hä? Okay. Ja komm. Den schaffen wir auch so. Weil ich gerade echt gerne wüsste, warum die Berge gerade umrandet wurden. Kann man da separat draufklicken? Das würde ja überhaupt Sinn machen. Ach komm jetzt hier. Feierabend auf Ende. Mal gucken. Da siehst du. Wäre es, wenn man die Berge separat anklicken könnte. Lol.
Oder ist wahrscheinlich wegen dem Alpha-Channel, dass da irgendwas mit dem Alpha-Kanal nicht ganz so funktioniert, wie sich das die Entwickler erhofft haben. So, ja, komm jetzt hier, bam. So, wow. Draußen sind wieder Bälle los. Ja, komm jetzt hier, mach hier. Oh, Alter. Danke. Du, nach oben. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Das ist genau so dumm. So, okay. Das heißt, wir können jetzt. Ja, das war klar. Och, mein Alter. Der einzig wirkliche Vorteil ist, dass wir jetzt hier mittlerweile diesen Auto-Forwarding haben. Dass wir nicht immer darauf achten müssen, dass wirklich auch die Levels weitergehen. Wie bei den allerersten Aufnahmen. Das ist schon mal eine ganz schöne Erleichterung, aber dennoch sind wir hier immer noch. Nicht ganz so gut aufgestellt, was unsere Kampfkraftzeuges angeht. Wobei, es geht schon. Den Boss jetzt schaffen wir auch wieder ohne Probleme. Oh Gott, will Kabel hier, ey. Zieh los. Geht doch. Von daher sollte das funktionieren. So, jetzt bringt er schon 1E18, das, also 2E18, Gott, 2E16. Dammit. Juhu. Oh, jetzt bringt er fast genau 2E16. Ah, den nächsten Boss verschaffen wir wahrscheinlich eher nicht. Und das Ding will ich mir aufheben. Quasi für den goldenen Abschluss. Goldenen Abschluss. Hier kommt der goldene Schnitt. Direkt in deinen Schritt. Okay. Ja. Ich würde sagen, ist ein bisschen teuer. Der kostet 3E14. Wir bekommen 2E16. So, dann können wir uns von dem der 25 Level kaufen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, ich warte mal noch, bis wir uns das Ding hier leisten können. Wobei, es dauert ewig. Das ist Bullshit. Interessant. Gut, mal gucken, was wir hier oben hochleveln können. Aber so weit sieht das hier oben eher schlecht aus. Wo ist denn Betty? Betty, Betty, da. Gut, okay, der hat bereits alle. Okay, komm. Bringt ja alles nichts. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Das ist doch alles Scheiße. Hallo? Danke. So. Dankeschön. Dann schaffen wir den auch schon mal komplett. Für Level 75, für Level 70 haben wir denn das Ding hier. Wobei ich mal gucke, ob ich das noch so gut hinbekomme hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Ah, im Langgang muss ich aufpassen. Oh. Okay. So viel zu dem Thema. Gut. Okay, gleich kommt der nächste Boss. Dann geht's hoffentlich ab. Und dann war das für die Aufnahme schon wieder. Ist nicht sehr lang geworden, aber gut, wir können wir jetzt halt nicht machen. Ja. Komm, noch 4 Gegner, 5 Gegner. Ja, der vorletzte. Und der letzte. Sehr schön. Okay. Oha. Schaffen wir es aber nicht so schnell, wie ich gekocht hatte. Oh, ein Fisch. Danke. Okay. Vermeint als gefundene Gold. Ach ja, können wir machen. Was? Dafür nur 5 Level? Ernsthaft jetzt? Arschloch. Gut, da können wir sogar schon wieder an Armenhop ran. So langsam, aber sicher. Naja, wir gehen noch langsam mit guten Schritten auf Level 100 zu, aber es dauert halt noch. Ich glaube, morgen früh schaffen wir es noch nicht. Aber morgen Mittag sollten wir Level 100 wieder erreicht haben. Da bin ich mal vorsichtig optimistisch. Und weiß nicht, ob das so gut ist. Kostet aber auch alles zu viel. Oh Gott. Gutchen. Dann würde ich mal sagen, das war's. Mehr lohnt sich jetzt hier erstmal nicht. Ja, in dem Sinne. Ciao mit V und bis morgen früh. Die Folgen jetzt werden erstmal wieder ein bisschen kürzer, solange bis wir hier ordentlich durchsmashen können. Und das wird noch ein bisschen dauern. Von daher. Doppelfolgen mache ich jetzt auch erstmal nicht. Muss erstmal so reichen. Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe gerade so ein bisschen eine Downphase, was meine Lust angeht. Was halt daran liegt, dass mich diese Version hier tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich meine, mag für so normales Spielen ganz geil sein. Aber für Let's Play ist die Version hier echt ungeeignet. Also da ist das mit der, wie ich es auf dem Tablet habe, viel lieber. Nur die können wir hier halt leider nicht spielen. Schade, aber ist halt so. Gut. In dem Sinne, ja, den nächsten Boss schaffen wir sowieso nicht. Das ist, selbst mit dem meine Fähigkeiten zusammen kriegen wir das nicht hin, weil. Ja, ist halt so. Gut. In dem Sinne, einmal speichern. Und dann, würde ich mal sagen, schau mit V.